Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur, ich glaube, 40. Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. In der letzten Folge haben wir dieses wunderschönes Schwimmbad, unser Privatschwimmbad, gebaut. Hier haben wir natürlich auch WCs, ganz wichtig. Und hier duschen, hier haben wir eine Sauna und hier haben wir einen Whirlpool. Also ich kann euch die letzte Folge wirklich ans Herz legen, ist hier oben in der Infokarte nochmal verlinkt. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, solltet ihr es noch nicht getan haben. In der heutigen Folge ist geplant, hier eine Art Gang runter zu bauen, damit wir hier runter dann hier ein Schlafzimmer machen können und möglicherweise auch ein Badezimmer. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte vielleicht sogar ein Aquarium reinbauen, aber dafür müssten wir erstmal anfangen. Anfang ist schon mal das perfekte Stichwort. Ah, zum Anfang möchte ich immer sagen, dass 87,7%, die die Videos gucken, immer noch nicht abonniert haben, Leute. Also, ich kann mich da nur wiederholen. Das geht gar nicht. Also, abonniert mal rein, bitte. Ich habe jetzt Ewigkeiten gebraucht, damit wir hier das alles abbauen und terraformen und Boden reinbauen. Aber das ist ja erstmal unsere Basis hier allgemein vom Schlafzimmer. Hier ist auf jeden Fall mein Plan, ein Aquarium reinzubauen. Ich finde Aquarien voll cool, vor allem mit Shader und sieht immer cool aus. Daneben ein Schlafzimmer mit Panoramafenster, natürlich wegen Penthouse und sowas, muss ja. Und hier soll eine Art ein Badezimmer rein. Nicht zu groß, auch nicht zu klein, einfach so ungefähr die Größe des Aquariums. So, Leute, wir haben jetzt eine funktionierende Lichttreppe. Es sieht aktuell noch ein bisschen beschissen aus und ein bisschen zu hell, weil wir halt noch keine Blöcke hier oben drüber haben. Aber mir ist aufgefallen, hier unten können wir das nicht so breit machen wie hier das. Wir müssen hier noch eine Wand hier ins Zimmer. Da habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht Concrete nehmen, Cyan Concrete wegen dem Wasser, dass es mit der Farbe passt. Und hier möchte ich nochmal weißen Concrete ein bisschen verwenden, dass wir hier den ganzen normalen Gang haben mit Birke. Und dass wir, wenn wir hier unten sind, auf dem Spruceholz, das sind hier unten dieses Oak-Wand-Design da ist. Ich würde sagen, ich fange mal hier mit dem Pool an und die Wand hier oben allgemein. Und währenddessen überlege ich mir schon mal ein gutes Deckendesign hier. Wir haben jetzt hier endlich ein Aquarium. Das sieht aktuell noch alles sehr leer aus, verstehe ich. Da fehlt noch nicht die ganze Deko. Ich möchte aber euch ungefähr mal zeigen, wie die Deko aussehen soll. Deswegen habe ich da schon was vor einigen Monaten gebaut. Und zwar bei Alex Toller alten Base. Ich verstehe, das sieht auch etwas leer aus. Aber man hatte den Dripstone, den machen wir jetzt bei uns nicht rein. Aber wir haben hier so Korallen und Blätter. Blätter machen wir wahrscheinlich nicht rein, aber Korallen auf jeden Fall und Seetang natürlich und auch ein paar Laternen, damit es auch schön ambient beleuchtet ist. Aber ich glaube, so könnt ihr euch besser was vorstellen darunter. So, Deckel ist drauf. Da gucken wir mal rein. Oh ja. Oh yes, das sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe den Fischen jetzt auch schon alle einen Namen gegeben, damit sie nicht despawnen. Das wäre sonst ein bisschen doof. Und warum chillen alle hier? Was finden sie immer an der Seite so toll? Das ist mir schon beim Bauen aufgefallen. Ja, jetzt, ne, wenn man es anspricht. Naja, das Aquarium ist fertig. Der nächste Schritt wäre jetzt hier ein Panoramafenster zu bauen und allgemein mal dieses Zeug, was man hier vom Bauen noch sieht, wie das hier, irgendwie zu verdecken, dass man es halt nicht von außen gleich sehen kann, dass hier irgendwas ist. Ich muss sagen, der Raum nimmt schon mal Form an, im wahrsten Sinne des Wortes, weil hier ist ein bisschen rund alles und es ist halt die Form und die ist fertig. Nee, Spaß beiseite. Ich kann mir vorstellen, wie es hier aussehen wird. Ich baue jetzt noch die Decke rein und dann reden wir weiter. Also, eine Decke ist drin. Ich mache jetzt mal kurz Night Vision an. Da fehlen aber noch die Lichter. Und ich würde sagen, die bauen wir gleich auch rein. Ihr seht aber auch hier unter dem Aquarium. Das hat mich jetzt die ganze Zeit aufgeregt, dass da unten Sand ist. Und ich habe es endlich
mit Holz ersetzt. Ich wollte am Anfang Fichte nehmen, hat mir nicht gefallen, ebenso bei der Decke nicht. Deswegen habe ich hier oben Dark Oak, so wie der Boden eigentlich auch Dark Oak werden sollte. Aber ich habe es dann doch für Fichte irgendwann umentschieden. Und hier unten habe ich es einfach wie die Wände aus ganz normalen Eichen gebaut. Sieht wirklich sehr geil aus. Hat einen eigenen Charme, wenn die Lichter dran sind. Hat die Decke aber wahrscheinlich auch mehr diesen 3D-Look, den ich unbedingt hier auch haben will, wie in der Bibliothek. Die Bibliothek, wie wir die gebaut haben, könnt ihr übrigens oben rechts in den Infokarten angucken. Das Video ist mal oben verlinkt. Könnt ihr draufklicken. Ja, und ich würde sagen, wir labern jetzt nicht und ich baue mir mal ein paar Lichter rein. Lichttechnik drin. Wir können einfach mal das Licht anmachen. Ja, das ist schon mal viel, viel heller als vorher. Und hier habe ich auch ein Licht, aber das aktiviert sich nur bei Dunkelheit. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es okay so ist oder ob ich das machen soll, dass man auch einen Lichtschalter benutzt dafür. Ja, ansonsten ist mein aktueller Plan, ein Badezimmer hier reinzubauen, weil ich finde, ein Schlafzimmer mit einem Badezimmer angrenzend ist eigentlich immer sehr praktisch und cool. Ich glaube, es passt hier auch einfach echt gut hier zur Wand. Deswegen bauen wir einfach mal eins rein. Also, ich muss sagen, mit dem Bad bin ich super zufrieden. Ich habe jetzt hier auch ein Licht eingebaut, was wir auch schon an- und ausschalten können, wie in jedem Raum. Für mich ist es aktuell so ein kleines Ziel, irgendwie in jedem Raum im Penthouse irgendwie das Licht an- und ausschaltbar zu machen. Ich weiß nicht wieso, aber es hat sich einfach irgendwie dann bewährt, dass ich das einfach so mache. Ja, und ich habe noch eine Änderung gemacht, und zwar, wenn es Tag jetzt wäre. Ich könnte zwar kurz schlafen gehen. Und zwar, wenn es Tag ist, kann dieses Licht auch an sein, aber dann nur, wenn hier auch das Licht an ist. Wenn, hallo. Warum geht denn das jetzt nicht aus? 12 Sekunden später. Ein kleiner Fehler in der Technik hat sich reingeschlichen. So, aber jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Ja gut, wenn es aber heller wäre, würde das Licht auch rausgehen. So, da wir jetzt hier über die Lichter und das Badezimmer fertig haben, möchte ich hier unbedingt das Schlafzimmer anfangen. Und ich würde sagen, das wird jetzt etwas länger dauern. Also, wir gehen in unser neues Schlafzimmer. Hier schön öffnen. Und ich habe jetzt extra gewartet, bis es Nacht ist, damit ihr den schönsten Effekt hier habt. Und wirklich, das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Also kann man nicht anders sagen, mit dem Aquarium auch. Boah, und wenn man hier auch ins Badezimmer dann weiter kann. Boah, ja, ist echt schön. Also wirklich. Unser Schlafzimmer ist hiermit abgeschlossen. Aber hier möchte ich unbedingt noch einen Chillraum sozusagen. Ich möchte einfach einen Fernseher reinbauen und eine Couch. Das ist hier einfach mal zum Entspannen. Außerhalb vom Wohnzimmer, versteht ihr? Ja, dass mir hier auch der Platz ein bisschen genutzt ist. Also, wir sind nun final fertig hier unten. Wir haben jetzt so einen Chillraum mit Büchern, ein Bild, ein Fernseher, eine Couch. Das war's eigentlich schon. Unten wieder ein Licht, was man an- und ausschalten kann. Mehr braucht man eigentlich nicht. Einfach zum Abhängen unten, wenn man jetzt irgendeinen Kollegen hier unten hat, ne? Und nicht ins Wohnzimmer hoch will. Ja, dann das Schlafzimmer, das kennt ihr ja bereits. Ja, wir haben heute extrem viel wieder geschafft. Das sieht hier alles echt, echt toll aus. Aber Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, tschüss.